Jawohl, Gothic 2 und los. Und wir sind hier in dieser ruinenartigen Gegend, wo wir auch die letzte Folge begonnen haben. Der letzten Folge waren wir ein bisschen im Canyon unterwegs mit dem guten alten Alligator Jack. Das sollten wir auch schleunigst wieder hingehen. Aber unser guter Freund Meriadon meinte, Saturas hat uns noch ein bisschen was zu erzählen. Und da sich Saturas für so wichtig hält, müssen wir etwas für sein Selbstvertrauen tun. Nefarius erzählte mir von einer Flut. Es steht geschrieben, dass Adanos selbst vom Himmel herabstieg, um die Ungläubigen zu strafen und sie ins Reich der Toten zu verbannen. Entfacht von seinem heiligen Zorn ließ er das Meer auf die Erbauer dieser Stadt herabfallen und fegte sie hinfort. Der Sumpf im Osten ist noch ein Zeuge dieser Ereignisse der Vergangenheit. Krasser Scheiß. Was kann Adanos so zornig gemacht haben? Der Tempel dieser Stadt war einst ein großes, strahlendes Bauwerk. Alle verehrten ihn und beteten zu unserem Gott Adanos. Radames, der Sohn des Feldherrn Quahodron, entweihte den Tempel. Einer nach dem anderen verfiel daraufhin dem Bösen. Ich vermute, das konnte Adanos ihnen nicht verzeihen und seine Rache kam über das Land. Umso wichtiger ist es, dass wir Raven aufhalten. Er ist im Begriff, genau das Gleiche zu tun. Oh, krass. Adanos möge dich schützen. Quahodron und Radames. Krass. Das ist ja interessant. Meriadon, raus aus den Federn. Wir waren bei Saturas. Okay, es gibt nichts Neues, Riordion. Hey, du! Genug gepennt. Saturas schickt mich. Ich soll die fünf Herrenhäuser von Jakendar durchsuchen. Ich habe lange dafür gebraucht, aus den Niederschriften der Erbauer den Standort der Herrenhäuser zu finden. Aber jetzt kann ich es dir genau sagen. Okay. Wo finde ich die fünf Herrenhäuser? Das Haus der Gelehrten ist eine große Bibliothek. Sie muss irgendwo weit im Norden sein. Das Haus der Krieger war damals eine von Felsen umringte Festung im Osten. Die Priester und die Totenwächter hatten ihre Behausung nahe beieinander. Du solltest sie im Südwesten finden. Und die Heiler hatten ihr Haus der Genesung im Südosten. Wenn diese Häuser noch stehen, dann wirst du sie an ihrer Bauweise erkennen. Sie sind erhöht. Eine steile Treppe führt in den von hohen Säulen verdeckten Eingang. Interessant. Über die Gegend, Fähigkeiten. Ja, vielen Dank, Riordian, deine Informationen. Sie werden dem Helden helfen, weiter Heldentaten zu vollbringen. Und auf, in den Canyon, wir wollen zu den Piraten. Alligator Jack, dieser tolle Typ hat uns... Hey, coole Erfahrung. Alligator Jack hat uns zu einer Flasche Grog eingeladen. Was kann's Schöneres geben? Na, ihr Heuschrecken? Spürt mein Schwert! Okay, die machen echt gut Schaden. Jawohl, sehr gut. Zerlegt. Zerlegt. Nochmal kurz heilen und dann schauen wir mal, was es so im Piratenlager alles gibt. Lecker, lecker Fischsuppe. Ein Fleisch. Und jetzt, wo sind die Gegner? Irgendwo hier soll sich das Piratenlager befinden. Bei einer Palisade. Palisade, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da vorne vielleicht? Nein, es sieht aus wie ein kleines Lager eines Piraten. Ach, da wohnt der liebe Alligator Jack. Und er ist am Fleischbraten, ja, der Junge weiß halt, was gut ist. So links, rechts, easy. Gut, war jetzt auch nicht so viel in der Truhe drinnen. Kannst du mir was beibringen? Klar, ich bin ein guter Jäger. Ich kann dir zeigen, wie man Tiere enthäutet und ihnen die Zähne zieht.
Wenn du willst, bringe ich es dir bei. Hey, cool. Unterrichte mich. Was soll ich dir beibringen? Was hat er denn? Zähne ziehen, Tiere häuten und Bogen. Okay, interessant. Das wird der Held aber alles erst später lernen. Denn als allererstes muss er sich im Kampf verbessern. Ah, das ist die Palisade. Leute, ist sie nicht wunderschön? Der Held ist erstaunt. Raten? Halt! Freund oder Feind? Ja, Freunde natürlich. Freund? Das kann ja jeder behaupten. Ich kenne dich nicht. Was willst du hier? Ich hab Dinge. Ich will da rein. Fleisch. Tatsächlich? Eine Lieferung. Das kostet dich aber eine Kleinigkeit. 500 Goldstücke. Was? Wofür? Jetzt stell dich mal nicht so an. Hier im Lager gibt's eine Menge Sachen, die für dich interessant sein könnten. Und für mich siehst du aus wie jemand, der Gold hat. Also wird dich so ein kleiner Zoll nicht gleich umbringen. Oder sind deine feinen Klamotten etwa geklaut? Hallo, so fein sind die auch nicht. Bin jetzt erstmal... Noch eine... Jojo, ich will doch bloß labern. Können wir uns nicht irgendwie einigen? Nun, gib mir einen Grund, dann wird's vielleicht billiger für dich. Fleisch? Ich soll morgen dieses Fleisch bringen. Aha, und wer schickt dich? Alligator Jack. Er sagt, morgen wartet schon darauf. So, so. Er selbst hat wohl keine Lust, was? Ja. Lass mich rein. Du willst für Alligator Jack den Laufburschen spielen und das Sumpfrattenfleisch zu morgen bringen? 400 Goldstücke. Oder du verschwindest wieder. Ganz einfach. Das hat uns jetzt gleich mal... Es ist zu viel. Das ist mir zu viel. Ach, jetzt komm. Ich hab's doch für dich schon billiger gemacht. Ja, 100 Gold ist voll gut eigentlich. Was machst du hier? Wonach sieht's denn aus? Ich muss dafür sorgen, dass diese elenden Jammerlappen hier die Palisade rechtzeitig fertig kriegen. Wenn das nicht klappt, wird Captain Greg mir in den Arsch treten. Nebenbei passe ich auf, dass hier nicht jeder einfach so reinstiefelt. Ach so. Ja, dann machst du ja ganz gute Arbeit. Wofür baut ihr die Palisade? Na, um es den Banditen nicht so leicht zu machen. Die Bastarde werden immer dreister. Sie streunen schon seit Tagen um unser Lager herum, wie Haie um einen Schiffbrüchigen. Ein paar von den Mistkerlen haben sich beim Turm etwas südlich von hier verschanzt. Aber ich bin mir sicher, das ist nur die Vorhut. Sollten sie tatsächlich so dumm sein und einen Angriff versuchen, werden wir sie gebührend empfangen. Easy, Banditen. Ja, Banditen, die räumen wir doch gleich mal weg. Dann baut dieser Junge die Palisade für umsonst. Jo, hier oben, bei der Ruine sollen sie sein. Ist die Frage, schaffen wir die? Natürlich. Der Held, er ist gut gewappnet für den Kampf gegen Banditen. Wir haben eine Menge... Oh, cool, Goblins. Kommt her, wir haben eine Menge coole Sachen, die wir gegen Banditen einsetzen können. Aha, Geschichte. Der Goblin-Schlachterheld, er ist wieder da. Ah, das war's schon. Das sind die Banditen. Was haben wir jetzt alles? Haben wir noch einen Blitzschlag? Ja, sehr gut. Na du kleine Blitzschlag. So, jetzt kommt mal her. Kommt mal her, ihr Banditen. Ganz langsam. Einer nach den anderen. Ja. Block. So ist gut. Aber wo sind denn deine Freunde? Wir machen jetzt mal einen Quick Save. Kommt mal her, meine Kleinen. Banditenfreunde. Ach, der ballert hier noch mit dem Bogen. Jetzt bist du dran. Oh Gott. Wir bleiben hier richtig schön hinter dem Baum in Deckung. Hopp, komm. Sei halt nicht so. Der will wohl nicht. Ja gut, dann heilen wir uns mal, bis der endlich mal auftaucht. Aha. Welch spannender Kampf. So schwer. Komm her. Ach, der hat auch einen Bogen. Vollidiot.
Zieh die Waffe. Jetzt. Sehr gut. Da batscht er. Sehr gut. Und du? Komm her. Zeig, was du kannst. Oh Gott. Jetzt, easy, Leute. Schöne Sachen. Und so tötet man Banditen. Die Piraten werden sich freuen. Eine einfache Armbrust. Ja, Leute, wir haben eine Armbrust. Der Held. Leichter Lederbeutel. Wie kommt denn der dahin? Egal. Kluges Schwert. Haben wir den Banditen schon ausgenommen? Er sieht ganz so aus. Heilpflanzen. Ja gut, hier liegt jetzt keine Banditenleiche mehr. Doch. Ha, sehr gut. Immer alles mit. Nochmal ein bisschen heilen. Und danach gucken wir uns bei der Turmruine um. Ein paar Heiltränke. So, wunderbar. Auf zur Ruine. Der Archäologenheld, er ist wieder da. Und untersucht Ruinen. Lecker, Grog. Leute, Grog. Jetzt heben wir erstmal einen. Wo ist der Grog? Grog. Echter Seemannsgrog. So, hau weg. Oh, ist der fett. Das ist ja keine Ahnung. Das ist ja mehr wie nur ein Humpen. Das ist der ultimative Grog-Humpen. Quick save. Wir haben Gegner. Komm her. Du Viech, das hier irgendwie. Ja? Du weißt, was ich meine. Da drin hängst. Krasses Viech. War das jetzt das Einzige? Gibt's da noch mehr? Ja, es gibt mehr. Oh Gott, das sind drei. Aber hier ist es gut. Hier ist es sehr gut. Aha, hey du. Held, wir sehen ihn an. Ja toll, jetzt läuft er weg. Ich bin der Ungeziefer-Vernichtungsheld. Ja. Easy. Schmecke den Zweihänder des Helden. Geile Schlagkombi. Dunkelpilze, wie schön. Weidenbeeren. Vielleicht kann man ja da was draus machen irgendwann. Ja. So, die Pflänzchen können wir jetzt mal ein bisschen stecken lassen. Denn der Held, er ist Gärtner. Aber er hat schon sehr viele Pflanzen gesammelt. Die reichen ihm für den Anfang. Also links. Zweimal links. Zweimal rechts. Easy. Ach, das hat sich ja gelohnt. Welch reichlicher Truheninhalt. Aber wir können uns hier noch die Umgebung anschauen. Vielleicht lässt sich ja hier nochmal das ein oder andere Ding holen. Aha, eine Gebirgskette. Und das Meer, wunderschön. Und irgendwie kommt man da bestimmt drauf. Rauf? Jo, toll, hey, eine Sturmfaust. Nice. Ein kleiner geheimer Strand und dahin, das müsste das Piratenlager sein. Cool. Da gehen wir jetzt auch gleich hin. Denn Henry, er wird uns jetzt dann bestimmt hineinlassen. Wo wir so tapfer die Banditenplage beseitigt haben. So, aber vorher gucken wir nochmal hier in den Turm. Die Truhe hatten wir, oder? Haben wir die? Nee, hatten wir gar noch nicht. Also links, rechts, easy. Geiler Scheiß. Was die Banditen hier alles für tolle Sachen bunkern. Heldiboy? Ja, stell dich mal nicht so an. Es ist nur eine Treppe. Es kann doch nicht so schwer sein, da hinauf zu laufen. Und es endet hier. Aha, wunderschön, okay. Damit hätten wir alles gesehen. Ah, nach unten. Autsch. Voll auf die Fresse. Auf zu Henry.
Wir haben Banditen getötet und eine Lieferung Fleisch. Das wird die Piraten freuen. Und dann gucken wir mal, was wir im Piratenlager alles noch machen können. Wenn er uns hineinlässt. Jojo, da wird er unsichtbar. Halt! Freund oder Feind? Ja, wir kennen uns doch. Freund. Das kann ja jeder behaupten. Ich kenne dich nicht. Was willst du hier? Der Held, er spricht mit deinem Geist. Wegen der Banditen im Turm. Ja? Sie sind erledigt. Hast du das ganz alleine fertiggebracht? Alle Achtung. Aus dir kann noch mal ein richtiger Pirat werden. Oh yeah. Warum sollten die Banditen euch angreifen? Weil Krieg ist zwischen ihnen und uns. Was meinst du denn? Am Anfang war alles ganz locker. Wir haben sie hergebracht, sie sind in ihren Sumpf marschiert und haben uns in Ruhe gelassen. Aber mittlerweile greifen die Mistkerle jeden an, der nicht zu ihnen gehört. Was weiß ich, welcher Teufel sie reitet? Kann mir vorstellen, dass sie scharf auf unsere Boote sind. Es gibt nämlich keinen anderen Weg, um von hier wegzukommen. Frag mal Skip zu dem Thema. Der war bei ihnen und ist gerade mal ebenso mit dem Leben davongekommen. Ist eine interessante Geschichte, die er da zu erzählen hat. Interessant. Nur schade, dass du sie nicht hören kannst. Du hast nämlich noch nicht deinen Wegzoll bezahlt. Tja, bitte. Greg ist dein Boss? Allerdings. Und für dich immer noch Captain Greg, dass das klar ist. Er ist ein großer Mann. Wenn du ihm begegnest, solltest du ihm nicht krumm kommen. Das würde dir nicht bekommen. Leider ist er momentan nicht im Lager. Sein Stellvertreter heißt Francis. Er sitzt den ganzen Tag vor Gregs Hütte und glotzt uns bei der Arbeit zu. Alles klar. Lass mich rein. Unsichtbarer Henry. Willst du für Alligator Jack den Laufburschen spielen und das Sumpfrattenfleisch zum Morgen bringen? Und was am besten von allem ist, du hast uns die Galgenvögel am Turm vom Hals geschafft. Hätte nicht gedacht, dass du das alleine schaffst. 200 Goldstücke. Oder du verschwindest wieder. Ganz einfach. Yo, easy. Gut. Wie hast du das Gold? Danke. Willkommen in unserem Lager. Wenn du vorhast, bei uns anzuheuern, muss ich dich enttäuschen, Junge. Der Captain ist mit der halben Besatzung auf Kaperfahrt gegangen. Und er ist der Einzige, der entscheidet, wer bei uns anheuern darf. Aber du kannst bleiben, bis er wieder da ist. Vorausgesetzt, du machst hier keinen Ärger. Niemals. Vor unsichtbaren Leuten nimmt sich der Held immer in Acht. Hey, eine Leiter. So, erstmal gucken, was es hier alles zu holen gibt, bevor wir mit den ganzen schönen Piraten hier hinten sprechen. Ein Lagerfeuer. Gibt's was zu holen? Ein Wolfsfell, easy. Und eine Reptilienhaut. Schön, Heilung. Jetzt am besten nochmal auf die Fresse fliegen beim Leiterklettern. Nö, hat funktioniert. Alles klar, ich bin der... Hallo Jungs, ich bin der Neue. Ich will eine Rüstung. Hey, ein Pirat. Garrett? Matt? Brandon? Das hab ich noch gar nicht gewusst. Oh Gott, ein Pirat. Aber es juckt sie gar nicht, dass ich hier bin. Das ist schon mal sehr gut. Francis, wer bist du denn? Und diese Hütte hier. Sie sieht so einladend aus. Eine Tür. Francis, was machst du hier? Ist das deine Hütte? Nein, sie gehört Greg. Ich muss in Gregs Hütte. Vergiss es. Greg ist nicht da und ich habe die Tür verschlossen und passe auf, dass niemand auf dumme Gedanken kommt und versucht, die Hütte zu plündern. Also schipper wieder ab oder ich mach dir Beine. Alles klar. Lass mal sehen, was du drauf hast. Okay, also wir haben eigentlich eine Mission. Fleisch abliefern. Fleisch abliefern. Wo ist jetzt dieser Typi? Owen, Bill, nein. Der hieß anders. Der hieß, glaube ich, Morgan. Hey, wo ist er denn? Morgan, Captain Morgan. Mit einem Beil. Wie geht's dir, Captain Morgan? Na? Ich habe hier eine Lieferung Fleisch. Puh, ich brauche erstmal einen Schluck zum Wachwerden. Oh, so, yeah. Besser. Also nochmal, was willst du? Ich bringe eine Lieferung Fleisch von Alligator Jack. Ich erinnere mich, genau. Das Fleisch, gib her.
Mhm. Was machst du hier? Greg hat mir das Kommando über einen der beiden Entertrops gegeben. Ich bin für die Versorgung des Lagers zuständig. Darum kümmert sich Alligator Jack. Außerdem bin ich dafür verantwortlich, dass die Biester hier in der Gegend nicht zu nah ans Lager kommen. Darum kümmern sich die Jungs. Ich habe ihnen gesagt, ich will hier kein einziges Vieh mehr in der Nähe sehen. Wenn Greg zurückkommt. Junge, du klingst schläfrig. Was hältst du von Francis? Der ist mir egal. Solange er mich in Ruhe lässt. Ist er nicht der Boss hier? Er hält sich für den Boss. Aber irgendwann ist Greg wieder da. Irgendwann. Und dann wird Francis wieder schön, brav Bretter sägen. Okay, interessant. Tust du auch mal was? Hey, nicht frech werden. Ich hab die wichtigste Aufgabe von allen. Ich kümmere mich um die Ausbildung meiner Leute. Ich mache sie zu den besten und furchtlosesten Kämpfern, die jemals auf diesen Gewässern gekreuzt sind. Außerdem ist es ja nicht so, dass die Jungs nichts davon haben, ihre Arbeit zu machen. Sie bekommen einen ordentlichen Sack voll Gold dafür. Ich will auch einen Sack voll Gold haben. Ich will in deinen Trupp. Mein Trupp? Mein Trupp hängt am Strand rum. Guter Trupp. Die Jungs machen keinen Finger krumm, bis der Captain wieder da ist. Das kann ich dir versprechen. Aber wenn du allen zeigen willst, was du drauf hast, kannst du dir ja mal den Strand im Norden vornehmen. Der ist voller Lurker. Und was weiß ich noch allem. Zieh die Sache alleine durch und du verdienst dir den Respekt. Der Leute. Oh, jetzt habe ich aus Versehen den letzten Dialog abgebrochen, Leute. Tut mir voll leid, den hättet ihr bestimmt noch so gern gehört. Jo, wir haben Dinge zu tun in der nächsten Folge. Da gibt's einen Strand, hier, da vorne. Das ist, glaube ich, Norden, mit ein paar Varanen. Und eine Höhle, die ziemlich interessant aussieht. Aha, da ist sogar ein Typ drin. Aber das heben wir uns alles für die nächste Folge auf, Leute. Haut rein!